Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück beim Farmmanager 2018. So, jetzt muss ich erstmal mein Mikrofon gerade drehen. So, jetzt sollte es funktionieren. Ja, ich begrüße euch zurück. Gestern kam, gestern und vorgestern keine Folge. Ich hatte einfach keine Zeit zum Aufnehmen. Und jetzt geht's aber weiter. Und ich hatte in der letzten Folge gesagt, ich lasse jetzt das Spiel einfach mal weiterlaufen. Und mit der Hoffnung, volle Bude auf Kuhmilch zu gehen. Und es hat sich rentiert. Ich habe wirklich hier nichts gecheatet oder so. Das läuft echt gut. Wir machen ein paar tausend Liter Milch im Monat klar. Und ihr seht hier oben die Finanzen links. 116.000 aktuell. Läuft. Es ist ungefähr jetzt, wie viel ist denn da jetzt vergangen? Ein Jahr oder so? Seit dem letzten Mal? Guck mal, wir können nämlich jedenfalls bald die Kirschen ernten. Und die Birnen brauchen auch nicht mehr so lange. Gegen Schimmel bespritzt. Jawohl. Und es läuft ganz gut. Ich habe hier hinten auch mal noch ein zweites Gewächshaus gebaut. Allen sind noch Erdbeeren drin, die können noch gleich geerntet werden. In dem anderen sind Kartoffeln drin. Und ich habe die auch direkt mit Bewässerungsanlage. Ich habe also auch schon noch Geld investiert. So sieht es nicht aus. Wir brauchen jetzt nur noch, wir haben hier den, die Schulung ist absolviert, die Einjahreslandwirtschaftsakademie. Und wir brauchen noch den Workshop für Obstbauern. Das läuft nämlich aktuell noch. Ne, das läuft aktuell nicht. Ich habe gerade die Fortbildung für Inverhandlungstechniken im Bauwesen 1. Ach genau, damit die Kosten der Gebäude erstmal reduziert sind. Das für Obst bauen wollte ich dann... Wo war das? Das war weiter hier unten. Das wollte ich dann in der Aufnahme machen. So war es genau. Genau, hier Workshop für Obst bauen. Dauert nochmal 60 Tage, kostet 6.000. Kriegen wir gebacken. Wir machen gutes Geld. Und ihr meintet auch, es gab viele Tipps von euch. Vielen Dank dafür. Hier können wir jetzt erstmal ernten. Und ich habe hier noch ein paar, die können sich da zu dritt erstmal an die Erdbeeren ranmachen. Genau. Das dachte ich mir schon mit dem Imker, dass ich den oder vielleicht einfach noch einen anderen hier an... Gut, ich habe die Felder jetzt verrotten lassen, weil, naja, ich mag mich da noch nicht so drum kümmern, wenn das alles nicht maschinell klappt. Dadurch, dass ich das per Hand abernten musste. Irgendwann machen wir das auf alle Fälle auch richtig, aber ich habe die jetzt vergammeln lassen. Jedenfalls war das schon so ein Gedanke, den ich im Hinterkopf hatte, dass ich einfach den Imker in der Nähe der ganzen... 145 Erdbeeren geerntet. Mehr nicht. Kommt da nicht mehr raus, ne? Dass ich den Imker einfach in der Nähe der Felder baue und dann je nachdem, es gibt ja auch verschiedenen Honig, dass dann je nach Honig oder je nach Feld bestimmter Honig gesammelt oder verarbeitet wird, wie auch immer. Derzeit haben wir nur Blütenhonig. Wir sehen hier 3300 Liter Milch gerade. Und ja, das ist schon mal einiges wert. Also ich mache jetzt pro Monat ungefähr 10, 11, 12.000 gut. Wir haben immer noch den Kredit, den wir abzahlen müssen. Ja, 110.000 sind schon bezahlt. Und also genau die Hälfte ist bezahlt. Genau. Tja. Geht halt pro... Gucken wir mal in die Account-Geschichte rein. Wie viel ging da drauf? 9.000 irgendwas. Ne? 9.167. Geht es ganz schön hoch, ganz schön runter, aber ihr seht allgemein die Bilanz eher ins Positive und das finde ich super. Und da müssen wir auf alle Felder mal auf alle Fälle mal ein Feld bewässern. Dann nehmen wir den Traktor und dann geht das hier los. Dann stellt er das Teil dahin und dann müssen wir die anderen auch gleich noch bewässern und dann können wir die auch bald mal abernten. Und da bin ich gespannt, gerade was bei den Kirschen rauskommen. Die müssten ja gleich soweit sein. So, jetzt kommt noch ein anderes. Auch das können wir ja ruhig mal, das könnt ihr auch von Hand mal bewässern, das geht ja relativ gut, das dauert hier nämlich eine Weile, da lasse ich das mal jeden einzeln machen. Ja, ich habe halt jetzt noch die drei Karsten Schickelgruber und noch zwei andere, die sich hier dann so ein bisschen um den Rest kümmern und viele andere, die sich nur um die Kühe kümmern und das läuft echt gut. In den einen Imker habe ich auch noch da, das läuft. Oh, wir haben 8000 Mist, da würde ich doch mal den, erstmal die Erdbeeren verkloppen, so. Und auch den Mist. Und ihr meintet auch, ich kann ja ruhig mal... ich kann ja ruhig mal... Wir können ja hier auch mal was anderes anbauen. Es würde ja auch... ihr meintet, ich kann auch Kürbisse anbauen, die wohl viel Geld bringen. Ja. Ich überlege gerade. Moment. Kürbien? Kürbisse? Ja, okay. So 1,9 bis 2,5. Ist jetzt nicht so die Masse. In dem anderen Feld habe ich Kartoffeln drin. Die habe ich bisher noch, glaube ich, noch nicht geerntet.
Ja, mal gucken. Doch, hab ich schon. Ach nee, ich bin blöd. Ich bin ja bei Kaufen drin. Nee, natürlich noch nicht geerntet. Ja. Und so läuft es ganz gut. Wir sehen, hier oben das Geld steigt weiter durch die Kühe. Das ist eine Spitzenverdienstmöglichkeit. Das funktioniert wirklich absolut hervorragend. Und gleich können wir die Kirschen ernten. Da freue ich mich besonders drauf. Sehr schön. Hier der Mist, da kommt schnell viel zusammen. Schon wieder eine ganze Menge. Und ich glaube, vielleicht sollte ich auch den Mist auf Autohandel stellen. Wo ist denn das? Mist, 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 Mist. Da kann geerntet werden. Machen wir gleich. Ja, wo ist er denn? OPQRM. Kann ich Mist nicht so verkaufen oder taucht das wieder unter was anderem auf? Wobei Gülle. Ah, hier doch, da ist Mist. LM und dann geht's wieder bei A los. Ich verstehe die Sortierung hier manchmal nicht. Ja, da kommt immer schnell viel Mist zusammen, deswegen verkaufe ich es jetzt auch gleich mal so mit automatisch. So. Gut, hier kann geerntet werden. Sehr schön. Ich hoffe auch maschinentechnisch. Ja, alle drei. Dann mal los. Da bin ich echt gespannt, wie viele Kirschen da jetzt rauskommen. Und dann bald noch in knapp einem Monat die Birnen. Der Workshop fürs Bauwesen ist gleich zu Ende und dann hier kann bald abgeerntet werden. Das ist okay. Und da hinten, ja, können wir auch nochmal bewässern. Ja, also es läuft ganz gut. Bin auch recht begeistert, dass wir so erstmal schön Geld reinkriegen. Und dann bin ich sehr gespannt auf die nächste Aufgabe, die wir da bekommen. So, fein ernten, ernten, ernten. Jawohl, sehr gut. Ah, ich freue mich. Es läuft wirklich gut. Und das war eine gute Entscheidung mit der Kuhmilch. Denn in meinem freien Spiel, das habe ich jetzt noch nicht wieder weitergespielt, aber da kann man, finde ich, sind auch die Preise ein bisschen anders, muss ich sagen, im freien Spiel. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind da Verkaufspreise manchmal ein bisschen anders, habe ich so den Eindruck. Na gut, das hier oben die Lupine und das Gärfutter lasse ich mir jetzt auch anzeigen. Das ist die Nahrung für die Kühe. Und die ganzen Hühnerställe, weiß nicht, ob wir das noch zusammen gemacht hatten, die sind auch erstmal weg. Ah genau, hier ist ja noch die andere Garage. So, jetzt wird gerade alles abgezogen, jetzt ist wieder der erste. Aber wir sind trotzdem noch gut dabei. Achso, wir haben einen Arbeiter frei. Okay. Reinhold. Nee, Reinhard. Rothschild. So, ist es abgeerntet? Das scheint abgeerntet zu sein. Hier, alles voller Kirschen. Geil. Was für eine geile Kirschtextur. Oh, nicht schlecht, gibt 6.000. Verkaufen wir direkt mal. Fein, wunderbar. 1.524, jo. Sehr schön. Blütenhonig, wie sieht es denn bei dem gerade aus? Auch ganz gut eigentlich. Behalten wir mal im Hinterkopf. So, Schulung gleich vorbei. Da kann auch nochmal drüber gewässert werden. Da schicke ich jetzt immer mal einen los. Okay, Carsten macht jetzt mal ohne. Ohne Maschinen, denn halt. Klappt das jetzt? Ja. Wo ist denn? Ich hatte doch. Ach, hier ist er. Da. Genau. Einmal warten. Das geht jetzt wieder. Dass der mal wieder ein bisschen besser dasteht. Können wir das noch bei anderen Maschinen machen? Nö. Das sieht ja auch noch gut aus alles. So, fein. Gut, die Schulung ist gleich vorbei. Dann beginnen wir die mit den Obstbauern mal. Auf alle Fälle, soweit, also
es läuft. Bin ich sehr zufrieden. So, gehe ich nochmal auf schnellere Geschwindigkeit. Ja, das Spiel ist derzeit, was ihr mir dann geschrieben hattet. Ich hatte ja einige Aufnahmen direkt hintereinander weggemacht, deswegen konnte ich da mal selber in den Folgen nicht drauf eingehen, habe es dann zwar kommentiert mit. So, Fortbildung abgeschlossen. Moment, erzähle ich gleich weiter. Einmal die Obstbauernschulung, die geht 60 Tage. Workshop für Obstbauer. Ernte steigt um 10%. Super. Ja, das Spiel ist dann auf Steam irgendwann verschwunden, nachdem ich die Aufnahmen gestartet hatte. Und zwar gab es da, also man kann das Spiel natürlich noch normal spielen, wenn man das gekauft hat, und man kann auch in das Steam-Forum des Spiels rein. Und da haben dann die Entwickler erklärt, warum das verschwunden ist. Und zwar meinte wohl Steam, also die Entwickler haben das nicht von Steam genommen, sondern Steam hat gesagt, wir müssen das erstmal runternehmen. Da gibt es wohl irgendeine Copyright-Beschwerde. Keine Ahnung, worum es sich da handelt. Das haben die auch, zumindest habe ich da nichts gelesen, erklärt, ob das irgendwo vielleicht bloß eine Textur ist, ob das irgendein Lied ist oder ein Song oder ein Sound oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Die Entwickler arbeiten aber mit Hochdruck dran und es gibt auch immer wieder neue Patches und kleine Updates. Gab es jetzt auch neulich erst. Ich habe jetzt aber nicht geschaut, was es bewirkt hat. die versuchen aber das aber schnellstmöglich wieder hinzubringen und ich habe vorhin nochmal nachgeschaut in den ins Forum und da stand wohl, zumindest so wie ich das rauslesen konnte, sollte das wohl bald wieder auf Steam verfügbar sein. Ihr könnt ja mal gucken, vielleicht gibt es das Spiel auf GOG, auf Good Old Games. Könnte sein, dass es auch da gibt. Bin ich mir gar nicht so sicher. So, Workshop. Birnen, wie sieht es denn aus? Irgendwo kann geerntet werden, da hinten. Ja, wir können auch mal was anderes versuchen. Das Ding ist, es dauert halt echt ewig, ne? Auch wenn ich danach das Feld hier mal neu kultiviere oder so, oder neu umgrabe, das müssen die ja per Hand machen. Ich kann ja da leider nicht mit dem Traktor reindüsen. Der passt da nicht durch die kleine Tür durch. Aber können wir mal was anderes einfach machen, das ist ja kein Problem. Ich weiß auch nicht, kann mir jemand sagen, wo das Wasser herkommt? Warum ich hier Wasser habe? Sehr gut. So, und zwar reicht's, wenn ich einmal drüber flüge? Ich mache es jetzt mal mit allen dreien. Das sind noch 12 Tage. Die brauchen anscheinend noch eine Weile. Ja, wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Vielleicht, ja. Äpfel sind auch in 12 Tagen fertig. Alle beide Felder. Super. Dann kann da Carsten wieder ran mit seinem Anhänger. Ja, das dauert halt echt eine ganze Weile. Guckt euch das an. Dadurch, dass da drei drin sind. So, wir haben gerade schon 2300 Liter Milch, 2400. Ja, wie gesagt, wenn ich das Spiel jetzt nochmal neu anfangen würde, auch mit der Kampagne, würde einiges anders aufgebaut werden von Anfang an. Aber ja, aktuell müssen wir uns halt mit unserer kleinen Euter-Crew hier über Wasser halten. Anders geht's nicht. So, auf alle Fälle kriegen wir heute noch die Aufgabe fertig. Das ist nur noch der Workshop. Die anderen drei Sachen sind, wie gesagt, schon erledigt. Und da freue ich mich drauf. Und dann kommen wir da auch mal einen Punkt weiter. Und da bin ich gespannt, ob wir bald in die Richtung kommen, dass wir hier neues Land kaufen können. Oder vielleicht geht es dann weiter so mit den ersten verarbeitenden Betrieben. Ich hoffe, es ist die Milchverarbeitung. Denn da hätten wir genügend. Und ja, ich hoffe nur, dass das Land, wenn man denn dann neues kaufen kann, dass es nicht zu teuer wird. So, die da hinten, na, das geht immer noch. Die sind jetzt schon etliche Tage da drin. Da ist keiner rausgekommen seit bestimmt einer halben Woche. Danach noch kultivieren und dann können wir da mal irgendwas Neues anpflanzen. Dann schauen wir einfach mal, was es so gibt. Und vielleicht können wir das auch mit Kürbissen einfach mal machen. Kartoffeln sind bald fertig. Die sind 6 Tagen fertig. Auch in 6 Tagen. Und 2 Tage später dann die Kartoffeln. Und das kleine Feld da hinten auch bald. So. Gut, die sind gleich fertig. Dann würde ich es noch kultivieren und dann hauen wir da das nächste Mal drauf. Ja, 3000 Liter Milch. Wird gleich verkauft. Dann kommt da nochmal viel Geld zusammen. Da wurde es verkauft. 14.000. So, einmal noch schnell drüber kultiviert.
Sehr gut. Ja. Da habe ich eine Pumpe hingestellt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, für die Sprengleranlage war das, ne? Braucht Zugang zu einer Wasserquelle. Könnte sein, dass es deswegen, dass ich deswegen da die Pumpe hingebaut hatte. Oh, schon fertig? Ne, noch nicht ganz. Die müssen sich erstmal alle ausruhen gehen. Na, macht mal hin, kann nämlich gleich geerntet werden. So, da geht's weiter. Runde 2. Oh ja, jetzt kann schon geerntet werden. Da müssten wir mal noch einen kleinen Moment warten. Da ein kleines Birnenfeld, da ein großes Birnenfeld und zwar zwei mittlere Apfelfelder und ja, Kirschen sind noch nicht wieder so weit. Okay, super. Das Gewächshaus ist fertig. Na komm. Wir müssen jetzt warten. So. Da kann geerntet werden. Einmal die beiden da und den Rest machen wir dann wieder mit der Maschine. So, das kleine Feld ist fertig. ...771 Birnen. So, dann einmal hier drüben bitte. Oh, es regnet. Super. Da werden die Felder gleich wieder ein bisschen mehr bewässert. Spitze. Das waren schon über 700 Birnen. Ja, der Preis ist gerade im Keller, aber... Uiuiui, wenn das Kleine schon so viel gebracht hat, dann dürften doch hier... ...weiß nicht, 4.000, 5.000 vielleicht nochmal rauskommen? Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. So, der 1.9. wird wieder ein Haufen Geld abgezogen. 34 Tage noch für die Schulung. Ist jetzt vielleicht sinnvoll, wenn ich hier den Weg hier rum noch weiter baue? Ich meine, er könnte ja auch davon einfach warten und die rennen davor. Ja, vielleicht kein Unterschied, ob der da vorne oder da wartet, aber hier müssen sie halt echt immer einmal ums Eck rennen. Kann man sehen, wie viel da drin ist? Nee, das geht nicht. Okay. Ach guck mal, da wurde auch wieder ganz gut repariert hier oben. Wie lange hat man denn Zeit, um abzuernten eigentlich? Oh Mann, das dauert halt echt einige Tage. Die sind jetzt schon 4 Tage oder 5 Tage hier am Abernten. Überleg mal, 5 Tage am Stück auf dem Birnfeld, Birnbaumfeld. Guck mal, der ist auch... Ah, guck mal, das Teil füllt sich sogar... Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich hoffe nur... Ach so, gut. Dann dürfen die gar nicht essen, die Kühe. Kriegen wir das voll oder muss der nochmal extra fahren? So, jetzt da dürfte der letzte kommen. Nee, noch nicht. Doch. Da fährt er weg. Und? 9.700 Birnen. Boah.
Oh, ich werde bekloppt. Wie lange sind die denn haltbar? Bis zum 20.03. Ui, das ist nicht schlecht. Da warte ich mal noch. Boah, ich gehe kaputt, ey. Das ist ja geil. So, dann erstmal die beiden hier drüben. Zack. Das ist nett. Das ist echt nett. Da können wir ruhig warten, bis das wieder ein bisschen steigt. Guck mal, das macht dann nämlich eine ganze Menge aus, wenn es zwischen 4 und 5 pro Tonne liegt. Oder ja, pro Tonne wahrscheinlich. Cool. So, jetzt einmal die Äpfel. Die bringen ja nicht ganz so viel, aber immerhin. Oh, da können wir ja hier in der Zeit mal gucken, was wir hier anbauen könnten. Da, Kürbissamen. Doch, gibt es tatsächlich. Dann lass mal Kürbisse bauen. Kaufe ich erstmal 1 Kilogramm Samen. Die brauchen wir dann dafür, da haben wir gar nichts da. Achso, das lohnt sich mit den Birnen. Das finde ich ja super. Geil. Okay, also wir haben bis zum 20.03. Zeit, knapp ein halbes Jahr. Überleben die jetzt, ein bisschen mehr sogar. Fein. Mein Gott, die fertig sind mit Abernten, dann ist auch die Schulung hier vorbei. Wo ist er denn hin, Carsten? Was denn der? Ach, da unten. Da passen da wahrscheinlich in so einen Anhänger 10.000 Kilo rein, oder? Maximal, bevor der einmal entleeren muss. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Kann man eigentlich später noch größere Felder bauen? Weil, ich meine, für ein großes Feld sind die schon relativ klein, finde ich. Geht bestimmt, ne? So, packt man den Traktor wieder weg. 4725 Äpfel. Nice. So, ab zum nächsten Feld. Die sind auch gerade im Keller. Hätten wir auch bis Ende März Zeit. Das Problem ist, die ollen Kühe futtern mir das weg. Warum? Ich will gar nicht, dass die das essen. So, dann müsste ich auf Default gehen. Ändert der das für alle oder müsste ich das? So. Okay, das macht er automatisch. Na gut, ich könnte das bei jedem Einzelnen ändern. Ist jetzt nicht so schlimm. Dann pass mal auf. Kloppe ich die Äpfel mal direkt. So, das auch gleich fertig. Dann können wir endlich erstmal die Kartoffeln noch abernten. Jawohl. Da fährt er los. Da kam gerade der Typ mit unserem Kürbis an, wenn mich nicht alles täuscht. Nochmal 4.900. Fein, nochmal 10.000. Spitze. So, dann hier abernten. Alle drei. Der Kurier konnte Gregor Erhard nicht finden. Gregory, wo bist du? Gregor? Da ist er nicht. Nanu? Nanu? Ego? Ah, hier. Zack. Ach, unser Imker ist das, ne? Der kann sich mal richtig einen abimpen. Oh, das geht ein bisschen schneller hier. Ja, komm, dann gucken wir noch, was die Kartoffeln bringen. Der Rest wird noch schön befeuchtet. Jetzt ist auch langsam Herbst. Da kann ich auch selber gar nicht mehr befeuchten. Jo, super. Und dann würde ich sagen, stellen wir uns in der nächsten Folge, machen wir dann hier den Workshop klar und dann stellen wir uns der nächsten Herausforderung. Da bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Was machen denn eigentlich meine Birnen? Da geht's langsam nach oben. Oh, ist aber nochmal gefallen. Wir waren ja bei 4,0, ne? Na gut. 1058 Kartoffeln. Oh, super. Ach ja, gut, das bringt jetzt nicht so viel. Komm, verkaufen wir die. Gut, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.